Sonne morgen. Das zwar verabredete ja Zeit am verabredeten Ort. Ja, aber ich war wie immer früher da. Wirklich? Soll ich Ihnen mal erklären, warum es mir heute gar nicht gut geht? Warum geht es Ihnen nicht gut? Eigentlich habe ich mich auf Sie gefreut. Ich mache ja ernstzunehmenden Wahlkampf und dann dachte ich, treffe ich heute Abend einen Satiriker, aber ich habe Bammel, weil Sie mich ja die ganze Zeit verarschen wollen. Und ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll, ehrlich gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich rate zu Bier. Ja, damit schon das angefangen. Ja. Dämpft die Gefühlslage und eigentlich gedemütigt bin ich ja hier, weil man hier so einen Ikea-Holzstuhl mir hier hingestellt hat und ihn vorher abgesägt an allen vier Enden, sodass ich hier wie ein... Ich glaube, das letzte Mal habe ich mit 12 so. Sie wirken jetzt kürzer als ich. Ja, das stimmt. Aber auf keinen Fall kleiner. Nein, das hätte ich auch gesagt. Ich bitte Sie. Natürlich, Herr Giese. Aber es ist gar nicht nötig. Mich stört das auch nicht, wenn Sie von oben mich anquatschen. Das kenne ich. Ja. Hm? Nein, ich versuche das halt mal von unten. Wissen Sie, ich habe einen großen Vorteil. Ich bin kurz, aber handlich. Das glaube ich. Warum haben Sie jetzt die Partei gegründet? Wir haben die Partei gegründet, weil es die Linkspartei 2004 noch nicht gab. Wir suchten das verstehe ich. Als interessierte Wähler damals eine Protestwahlmöglichkeit. Ich bin in sämtliche Parteien eingetreten erst. Zuerst in die FDP und dann in andere Parteien, um festzustellen, ob es eine Partei gibt, die wirklich gut ist. Ich habe keine gefunden und dann habe ich irgendwann gedacht, gründen wir unsere eigene Partei. Und in der Titanic-Redaktion wussten wir im Jahr 2004 nicht, was wir wählen sollten im Westen. Das verstehe ich auch. Dann haben wir halt gesagt, gut, wir haben für die FDP Wahlkämpfe gemacht, wir haben für die CDU ausländerfeindliche Wahlkämpfe gemacht, pornoorientierte und antisemitische Wahlkämpfe für die FDP in den Jahren 2000 und 2002 und haben dabei Politik eigentlich von der Pike auf kennengelernt. Und wenn Sie so eine böse Satire anbringen, reagieren die Parteien darauf? Es blieb den Parteien nichts anderes übrig. Wir haben dann zum Beispiel für die SPD 2003 in Bayern, es ging darum, dass die 20% nur noch in den Prognosen hatten. Heute ein Traumergebnis für die SPD, damals ein Debakel. Und wir haben darauf reagiert und haben dann einen SPD-Wahlkampfbus, also großen Mercedes-Sprinter, einen roten genommen und haben einen Slogan gebastelt, haben halt auf beiden Seiten ein großes Slogan gehabt. Wir geben auf, SPD. Oder wir mit Anstand verlieren. SPD. Und zwar so, dass die Leute wirklich denken mussten, es könnte auch ein Plakat der SPD sein? Nein, so, dass sie dachten. Ich hatte dann diesen Billiganzug von C&A an und wir sind dann durch Aschaffenburg gefahren. Was hat die SPD dann gemacht? Ja, erstmal kamen Leute und haben gesagt, rechts, so geht endlich auf, ihr habt eh keine Chance. Das war natürlich ein bisschen erschütternd. Gemein, ja. Und dann wurde das Ganze breitgetreten und dann bekam die SPD halt Anfragen, warum sie nicht wirklich mit diesem Slogan alliiert. Was muss ich Ihnen denn eigentlich schenken oder geben, damit diejenigen, die die Partei wählen wollen, dann doch in letzter Sekunde heimlich in der Kabine uns wählen? Also wir haben schon mal ein Zweckbündnis mit der APPD gehabt. Ja. Das war eine Spaß-Protestpartei. Ja. Und wir haben damals das Land aufgeteilt. Wir haben gesagt, intelligenter Protest, also ab Abitur wird Partei gewählt und drunter wählt man APPD. Mit der Linkspartei könnten wir das andersrum machen. Die Leute, sagen wir mal, unter 40, 45 wählen die Partei und wir würden dann unsere Parteiwähler dafür die Linkspartei wählen lassen. Also die Alten, die die Partei wählen, die können wir nur an einer Hand abzählen. Ich finde das kein faires Angebot, ehrlich gesagt. Ich glaube, es sind eher die Jungen, die die Partei wählen. Nein, es sind viele Ältere, die auf ihren Wahlzetteln plötzlich wieder die Partei sehen und ganz erschüttert sind. Wie haben Sie das überhaupt geschafft, dass der Bundeswahlleiter Sie zugelassen hat? Und wenn das Ganze eine Verarsche ist, muss er Sie trotzdem zulassen, meinen Sie, ja? Ich habe mich rechtlich nie damit beschäftigt. Dann müsste er uns zulassen, aber von Verarsche sprechen wir nicht. Wir nennen es Demokratie und Machtübernahme. Ja. Wenn Sie die Macht übernehmen und Bundeskanzler werden, was ja relativ wahrscheinlich ist, was treiben Sie dann so in den ersten 3 Monaten? Das höre ich sehr gerne von Ihnen. Ich würde dafür sorgen, dass das Antikorruptionsgesetz mal auf die Tagesordnung kommt. Sehr gut. Und das Zweite? Nein, das Antikorruptionsgesetz. Das wird ja von den Parteien seit 7 oder seit 10 Jahren. Es gibt sogar einen Anfang, ja. Aber es ist sehr schwer. Ja, also von den etablierten Parteien wird das immer wieder zurückgewiesen, das mal zu ratifizieren. Wobei es interessanterweise jetzt eine Arbeitsgruppe gab, da war drin auch der Bruder des Fraktionsvorsitzenden Kauder, der Vorsitzende vom Rechtsausschuss, und diese Arbeitsgruppe, da war von uns Raju Sharma drin, hat einen Gesetzentwurf
entwickeln. Das sollte ein Gruppenantrag werden von Abgeordneten aus allen Fraktionen. Und wissen Sie, wie viel er gefunden hat in der CDU-CSU-Fraktion? Soll ich schätzen? Ja. Null? Null? Er war der Einzige. Und daraufhin wurde das Ding abgesagt. Er war wirklich der Einzige. Demoralisierend. Ja. Welcher von den Kauderbrüdern ist denn der Verrücktere? Da beide im Bundestag organisiert sind, ist mir hier eine Antwort verboten. Also sind beide gleich verrückt? Das kann man so sagen oder auch gleich nicht verrückt, aber ich glaube, sie kommen beide aus Baden-Württemberg. Ja. Aus kleineren Städten. Das ist natürlich... Wieso trinke ich eigentlich schneller als Sie? Weil ich alkoholfreies Bier drin habe. Ja, Sie haben mit Alkohol. Und Sie haben wirklich keinen Alkohol da drin? Das stimmt, ja. Das ist überhaupt eine Frechheit. Dem haben Sie ein alkoholfreies gegeben, damit ich betrunken werde und er hier immer nüchtern bleibt? Na, das geht ja überhaupt auf gar keinen Fall. Dann nehme ich jetzt natürlich auch ein alkoholfreies, verstehen Sie sonst? Ich habe es von Franz Josef Strauß gelernt. Ja? Stoiber, Kamillentee in großen Krügen. Aber ich fand immer die beste Fernsehsendung mit Franz Josef Strauß, als er völlig betrunken da saß und das Wahlergebnis kommentierte. Tja, dahin kommen wir nachher auch noch. Ja. Machen wir die Kameras aber aus. Ich muss mal gerade pissen. Ja, na, dann tschüss, viel Spaß. Da komme ich nicht mit. Nein. Und wir? Auf gar keinen Fall. Nein, gar kein. Ja, und den, wissen Sie was? Ja, bringen Sie mir das mal schnell wieder her. Jetzt ist gut, das reicht. Mehr Alkohol müssen wir da nicht reinmachen. Bitteschön. Das ist nicht gemein, sondern das hilft ihm. Und ich schieb ihn das später zu. Ne? Egal, was hier passiert ist, ich will ein neues Bier. Zum Wohl. Es böge Mund. Zum Wohl. Aber wissen Sie, worüber sich das BKA immer bei mir aufregt? Worüber? Wenn auf einer Kundgebung, auf der ich spreche, lauter Neonazis kommen dann so. Wirklich? Ja. Wegen der Frisur? Reichlich. Dann provoziere ich die in einer Art und Weise, also ich kann es natürlich nicht so wie Sie, aber in einer Art und Weise, dass die immer Angst bekommen, dass das in Aggression wechselt. Aber wieso kommen Neonazis? Na, um mich zu beschimpfen und Plakate gegen mich hochzuhalten und so weiter. Ja. In Deutschland gibt es ja dieses Missverständnis, dass man davon ausgeht, dass Sachverstand mit Langeweile verbunden ist. Und sobald du ein Stück Unterhaltung reinbringst, bist du ja nicht mehr sachverständig. Und ich finde, da könnten wir doch beide dran arbeiten. Das wäre doch so ein Punkt, wo wir uns verständigen könnten, dass dieser Irrtum mal aufgehoben wird, aufgeklärt wird. Sachverstand. Ist es wirklich notwendig in der Politik? Nein, natürlich nicht. Aber dieser Irrtum muss dennoch aufgeklärt werden, ganz egal, ob notwendig oder nicht. Also was ist das oberste Ziel der Partei, die Partei? Das ist doch keine Inhalte. Ganz das einfach, wir haben 2005 ein Wahlziel formuliert, das lautete, alles unter 50% ist eine Schande für unser Land. Und in dieser Wahl gehen wir auf 100% plus X. Plus X sind die Überhangmandate. Sie haben übrigens meine Frage immer noch nicht beantwortet. Welche? Naja, wir müssen ja noch einen Vertrag schließen, wie wir die Wählerinnen und Wähler der Partei, die Partei, dazu bringen, heimlich dann im Wahllokal doch die Linke zu wählen. Ich das bitte Sie. Das können wir aber nicht machen. Wieso denn nicht? Ja, wissen Sie, ich trete doch auch hier in diesem Ortsverband an. Und dann Sie sind doch Spitzenkandidatin von Berlin, oder was? Wissen Sie was? Ich bin es gleich nicht. Ich bin Direktkandidatin hier in Treptow-Köpenick. Hier in Treptow-Köpenick? Ja. Na, das geht ja nun schon gar nicht. Das geht ja nun schon gar nicht. Sind Sie auch in Treptow-Köpenick? Ja. Ach komm, zwei Spitzenkandidaten heute hier. Ja, zwei Spitzenkandidaten. Ja. Wir hatten ein Wahlplakat in Erfurt, auf dem stand, erst nehmen Sie uns unsere Würde und dann auch unsere Weiber. Das war mit Lafontaine und Würden Sie sich mal bitte hinsetzen wieder? Sie sind jetzt ein bisschen sehr lang, ja? Wenn ich darum bitte. Hier ist übrigens Ihr Wodka, den wollten Sie doch gerne trinken. Ja? Schneiden. Wir haben überlegt, dass wir eigentlich heutzutage ein funktionsfähiges kommunistisches System im Osten brauchen. Einfach als Regulativ für den Kapitalismus in Westfalen. Das ich wollte verstehe auch fragen, ob Sie nicht Lust hätten, sowas anzuführen. Wenn wir die Wahl gewinnen. Das dann im Westen? Nein, im Osten. Nein, auf gar keinen Fall. Wieso also wenn, dann mache ich hier den Gegenpart im Westen. Ich bitte Sie. Kommunistisches System im Westen? Nee. Wie soll denn das funktionieren?
Also darf ich zum Schluss sagen, Herr Sonneborn, ich finde es gut, dass es Sie gibt. Natürlich, alle, die die Schnauze voll haben und darüber nachdenken, Satire zu wählen, sollten sich im letzten Moment den Ruck geben, die Linke zu wählen. Und dafür nehme ich Sie immer mit offenem Herzen auf. Das ist doch ein wunderbares Angebot. Mehr kann ich nicht bieten. Das heißt, jeder, der Sie wählt, den nehmen Sie mit offenem Herzen auf? Nee, nicht jeder. Nur Sie. Ja, wunderbar, dankeschön. Sehr gern. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen Deckel. Sie kommen aber wieder. Okay. Bestimmt. Dankeschön. Am 22. Und jetzt ausmachen.